Ja, hi, hier ist der Oliver Session. Ich zeige euch heute von Fender die Blacktop Telecaster Rosewood in Silber. Fender Blacktop Telecaster und wie ihr schon gehört habt, ich meine, ich habe die Gitarre jetzt ein bisschen gezwungen, im Highgain gut zu klingen. Ich gehe mal kurz zurück auf ein bisschen weniger Verzerrung. Ich meine, was man schon merkt, die Gitarre ist natürlich für Rockmusik obergeil, weil sie zwei Humbucker an Bord hat. Ne? Also eine Telecaster ist ja normalerweise eine Brettgitarre mit zwei Single Coils, klingt eher geil für so kleine Geschichten, Blues-Sachen, bisschen so Country-Geschichten. Und Humbucker sind da normalerweise ja nicht drauf. Ne? Aber es gibt von Fender natürlich viele Serien. Es gibt halt die Custom-Shop-Sachen, es gibt die American-Standard-Sachen, die American-Vintage-Sachen und auch die Mexiko-Sachen, ist klar. Und gerade in den unteren Serien, Japan und Mexiko, ist man da ein bisschen mutiger und startet die Gitarren oft ein bisschen moderner aus. Ja? Und man merkt es auch schon am ganzen Erscheinungsbild, die Gitarre ist einfach eine moderne Telecaster. Ich kann mal kurz auf die Specs eingehen. Ich habe zwei Humbucker an Bord, wie ich schon gesagt habe, ne? Mit Kappen in dem Fall, ja, klingt ein bisschen wärmer, kann ich auch nachher nochmal zeigen, wenn es aufs Clean geht. Dann natürlich eine 6er Brücke, nicht so wie diese Vintage-Telegeschichten 3er, sondern 6er, das heißt, ich kann die Oktavreinheit hier getrennt einstellen. Das ist halt auch mal von Vorteil. Dann natürlich obligatorisch Volumen, Ton ist klar und der Dreiweg-Schalter für die Pickups. Ansonsten ganz normal Teleke, ja, ich habe praktisch einen Erlebody, einen Aaron-Hals obendrauf, dann natürlich ein Rosewood-Griffbrett auf der Vorderseite ist ganz klar, ganz normale Telecaster, bis auf die Pickup-Konfiguration, ja. Und das ist natürlich eine Geschichte, die man sich überlegen muss, wenn man so Rockmusik spielt und man findet eine Tele generell cool, dann spielt man natürlich mit dem Gedanken, ah, nehme ich Humbucker oder nicht und so weiter. Ne? Und Humbucker wirken halt ein bisschen breiter und für Verzerrung oft ein bisschen zugänglicher. Ne? Man hat es ein bisschen weicher, ein bisschen knatschiger, auch High-Gain-tauglicher vor allen Dingen, ja. Ich gehe mal zurück. Auf Classic Rock habe ich ja schon mal eingestellt, ist klar. Ne? Hat ein bisschen was von Les Paul, ganz klein bisschen was von Les Paul. Liegt natürlich daran, dass ich kein Vibrato drauf habe, dass die Saiten direkt durch den Body gehen. Man sieht es auch hier ganz gut, ne? Also praktisch die Saiten haben maximalen super Kontakt hier zu dem Holz, ja, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Normalerweise werden die Saiten ja praktisch ins Vibrato eingehangen, das heißt, man hat praktisch im Vibrato-Block die Saiten drin, hier ist es direkt im Holz. Finde ich oft geiler, weil die Gitarre besser steht, ja, gerade dieser... Ja, ich gehe mal runter auf ein bisschen was Cleaneres. Das ist nämlich auch geil bei einer Tele. Man kann natürlich die beiden Humbucker zusammenschalten, hat dann diesen typischen clean Tele-Sound. Ja, es ist natürlich nicht ganz so perkussiv, nicht ganz so glockig wie mit Single Coils, aber es ist eine gute Alternative, wenn man eher sich entscheidet, ich will eigentlich eher rocken als diese ganzen, ja, muss man ja nicht unbedingt machen, ja, man kann ja auch einfach nur geil Gitarre spielen, ein bisschen rocken, ein bisschen Riffs und so weiter, und da sind Single Coils oft ein bisschen problematisch, weil sie halt praktisch oft etwas zu nackig wirken, ja, und hier ist es halt dann ein bisschen bedämpfter. Die Pickups, ich bin ja oft ein bisschen ehrlich in den Videos und ich sag's auch immer, die Pickups sind nicht ganz so offen, wie ich es gerne hätte. Ne? Also man hört es ein bisschen...
Also besonders, wenn ich hier so kleine Sachen spiele. Aber ich meine, da meckere ich ja sehr schnell, da dürft ihr mich vielleicht nicht so ernst nehmen. Aber in dem Fall ist es halt sehr, sehr warm, ja, und ich habe die Möglichkeit, praktisch ein bisschen diesen harten Höhen so aus dem Weg zu gehen, ja. Nicht schlecht, ne, für so eine relativ preisgünstige Gitarre. Ich weiß, ich werde ja oft gescholten, nicht immer die teuren Gitarren, deswegen habe ich jetzt echt mal so ein Medium-Price-Segment angekratzt nach dem Motto, hier eine Telecaster für kleineres Geld, ja, könnt ihr mal hören, wie das klingt. Ich gehe nochmal auf die verzerrten Sachen, macht natürlich Spaß. Geil, ne? Obwohl Humbucker drauf sind, ja, merkt man, wenn man es so drauf anlegt, ist eigentlich eine Fender-Gitarre. Eigentlich so Bolt-On, Erle, Rosewood, so, man hört das schon, ne? Also das heißt, selbst die Humbucker schaffen es nicht, das ganze Ding wirklich so wie eine Gibson mit Mahagoni klingen zu lassen, sondern man sagt Telecaster. Ja, und das ist, finde ich immer sehr geil. Das höre ich auch bei so HS-Edge-Strats oft, ne? Dass man, obwohl man Humbucker einbaut, hat man immer noch das Gefühl, ey, ich bin noch perkussiv. Ja, das ist das ganze. Natürlich geil, man kann da fast so Metal-Sachen drauf zocken, Heigen-Sachen. Oft ist es ja so, dass man eine Gitarre sucht für die erste Band, wo halt praktisch so Rock-Riffs auch im Vordergrund stehen, ja. Und eine Paula ist vielleicht zu teuer oder eine Strat ist vielleicht zu spitz, ja. Deswegen vielleicht mal sowas hier, voll geil. Ja. Jo, da sind wir schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute die Blacktop Telecaster von Fender gezeigt. Und ihr wisst ja, ich habe die Gitarre wie immer direkt aus der Ausstellung gezogen. Wir haben die ganzen Japan-Modelle da, Mexiko-Modelle da, US-Modelle da, Custom-Shop-Sachen da. Ihr müsst einfach herkommen, die Gitarren spielen, selber checken, welche Gitarre euch am meisten liegt. Ihr wisst ja, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach reinschneiden, vielleicht auch einen eigenen Verstärker mitbringen, einfach die Gitarren spielen und rausfinden, was einem selber liegt. Wenn ihr zu weit weg wohnt, wir schicken die Sachen natürlich immer raus. 66 Tage haben wir natürlich den Umtausch, 33 Tage bekommt ihr euer Geld zurück. Ich sag tschüss und mir hat Spaß gemacht.